Jesus. Ah. Warum, warum, warum? Weil Sie schuld sind an Donald Trump. Natürlich, der Russe ist schuld. Keinen Parkplatz gefunden, der Russe ist schuld. Nur eine Socke im Trockner, der Russe ist schuld. Hören Sie mal, Herr Botschafter, ich habe seit dem 20. Januar meine Frau nicht mehr gesehen. Sie haben Ihre Frau vernachlässigt, der Russe ist schuld. Ach. Sie wissen ganz genau, wie ich das meine. Donald Trump war Ihr Werk. Diesen Quatsch verzapfen Sie die ganze Zeit. Ich bin kurz davor, es selbst zu glauben. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür? Unsere sämtlichen Geheimdienste sind sich alle einig. Putin hat die Wahl manipuliert, damit Trump ins Amt kommt. Ach, und wie hat er das gemacht? Was weiß ich, das wissen Sie doch besser als ich. Ja, irgendwelche russischen Hacker haben die demokratischen Server gehackt und haben dann E-Mails veröffentlicht, der ungünstig war, zu einem Zeitpunkt, der ungünstig war für Hillary Clinton. Ganz einfach. Hat das nicht das FBI gemacht? Nein, das war so, da ging es um E-Mails und Server und Ermittlungen, die veröffentlicht worden sind zu einem Zeitpunkt, der ungünstig war für Hillary. Das war etwas völlig anderes. Hören Sie, die Mails der Demokraten sind doch von WikiLeaks veröffentlicht worden. Ja, aber wie hat WikiLeaks diese E-Mails bekommen? Der Russe ist schuld. Darf ich Sie zitieren? Ach, es gibt keinerlei Beweise dafür. Selbstverständlich. Unsere Geheimdienste haben die Beweise. Ja, haben Sie sie gesehen? Nein, die Geheimdienste haben gesagt, sie können uns die Beweise nicht zeigen, weil wir sonst alle herausfinden würden, wo sie diese Beweise herhaben. Wissen Sie, wie man das nennt, wenn man etwas glaubt, was man nicht gesehen hat? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Journalismus ist es nicht. Hören Sie mal. Herr Botschafter, Ihr Land hat versucht, mit Lügen einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten zu beschädigen, indem man Behauptungen verbreitet, dass Bernie Sanders von der eigenen Partei hinterrücks abgesägt worden wäre. Ach, das stimmt also nicht. Doch, natürlich, das stimmt, aber das ist Propaganda. Ach, dann waren die E-Mails gefälscht. Nein, die E-Mails waren natürlich echt. Ach, dann wurde in den E-Mails gelogen. Nein, da wurde nicht gelogen. Wir haben also echte Mails mit wahrem Inhalt. Wo ist da die Propaganda? Es ist doch vollkommen egal, ob diese Informationen wahr waren oder nicht. Wichtig ist doch, dass wir wissen, was Sie mit diesen Informationen wollten. Und zwar wollten Sie, dass die Leute das Vertrauen in das politische System verlieren. Ach, also es stärkt das Vertrauen in das politische System, wenn nicht öffentlich wird, dass politische Systeme manipuliert werden. Das habe ich so nicht gesagt. Okay. Hören Sie mal, Sie wären doch froh, wenn in Ihrem Land demokratische Prozesse wären, die Sie manipulieren könnten. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn Sie von der Washington Post die Mails veröffentlicht hätten? Er hätte einen Pulitzerpreis bekommen, warum? Ach so, wenn es der Russe veröffentlicht, gefährdet es die Demokratie. Wenn es die Presse veröffentlicht, zeigt das, dass das System funktioniert. Schauen Sie, ich möchte auch über die Fehler in unserem System nicht von den Russen aufgeklärt werden. So weit kommt's noch. Wie wäre es denn mal andersrum? Wie wäre es dann, wenn Ihre freie Presse mal Dokumente über Ihre eigenen Wahlfälschungen zu Hause veröffentlichen würde, anstatt dass Sie sich ständig in fremden Ländern einmischen? Aha. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen über Wahlfälschungen, über eine Studie in der freien Presse. Wo war es gleich? Ach, hier, in der Washington Post. Sie beschreibt eine Studie über die Einmischungen der Großmächte in demokratische Wahlen seit 1945. Und wissen Sie was? Die USA liegt ganz klar vorne mit 81 Einmischungen. Und da sind die Putsche noch gar nicht mitgerechnet. Ja gut, was soll ich sagen? Ich kenne ja den alten Witz. Warum gab es denn in den USA noch keinen Putsch? Weil es da keine US-Botschaft gibt. Aber ja. Hören Sie mal, was ich sagen will. Dieser Artikel ist sehr in Ordnung, weil er zeigt nämlich, dass Sie auch kein Kind von Traurigkeit waren. Russland hat 35 Wahlen beeinflusst. 36, wenn ich Trump mitzähle. Ach, selbst wenn. Schauen Sie, Donald Trump wäre nur eine klitzekleine Rache für Boris Jelzin. Sie erinnern sich doch. Ja, Boris Jelzin, das war ein dicker Hund.
Sie meinen eine fette Tanzbär. Ja, der Jelzin, man denkt ja gar nicht mehr dran, aber 96 war das, nicht? Er stand, also das war Wiederwahl, stand an, nicht? Und er war so unbeliebt wie, ich glaube, der war unbeliebter als Stalin in Russland. Das muss man erst mal schaffen. So, und dann hat er, pass auf, er hatte eine Approval Rate von 8%, nicht? Und warum war der eigentlich so unbeliebt? Na, vielleicht lag es an seiner Politik, ja, bei der sie ihn mitberaten haben. Unter Boris Jelzin hat sich die Armut verzehnfacht, die Wirtschaftskraft halbiert und die Lebenserwartung ist in Russland um Jahre gesunken. Ja, ja, und er hatte doch diesen Widersacher, den die viel lieber wollten in Russland. Wie heißt das? Zhuganov. Zhuganov, genau. Ja, den wollten wir nicht, der war ein Kommunist. Ja, der hätte euer Land runtergewirtschaftet. So, und da haben wir die Wahlkampfhelfer von Clinton rübergeschickt zu Jelzin. Und die haben einen Angstwahlkampf vom Stapel gelöst. Die haben gesagt, wenn Zhuganov kommt, dann kommt der Gulag zurück. Und das hat funktioniert, weil wir haben die Message ständig da. Das geht bei euch ja gut, man kann ja über das Regierungsfernsehen rein. Nein, ständig. Ja, das war unglaublich praktisch. Amüsant. Ja. Zhuganov hatte ja kaum Sendezeit. Null. Und nur 3 Millionen Dollar Wahlkampfbudget. Boris Jelzin über 500 Ach, Millionen. Wenn es reicht, weil hintenrum hat die USA ja dafür gesorgt, dass Russland einen IWF-Kredit bekommt. Und der ist dann indirekt in Jelzins Wahlkampf geflossen. Und wenn dann Zhuganov nach einem harten, unfairen Wahlkampf abends ins Hotelzimmer sich legen wollte, dann hatte irgendwer, ich weiß auch nicht warum, sein Hotelzimmer abbestellt. Ja, das war sehr erwachsen von der ältesten Demokratie. Aber ich weiß nicht, wir haben den Coup leider nicht, ne? Die haben es leider nicht veröffentlicht von der Washington Post. Das war, ja, Time Magazine, Klassiker. Die haben es als erste, ne, hatten so einen Scoop, die haben dann hier so eine Überschrift gehabt. Yanks to the Rescue, die geheime Geschichte, wie amerikanische Berater Jelzin beim Gewinnen geholfen haben. Aha. Man könnte also sagen, Sie haben einen Präsidentschaftswahlkampf beeinflusst, um einen Kandidaten zu installieren, der Ihnen lieber war. Wissen Sie, was ich daran am amüsantesten finde? Boris Jelzin hat irgendwann einen Regierungschef eingesetzt, der später dann auch Präsident wurde. Wie hieß er doch gleich? Wladimir Putin. Und wenn Sie glauben, dass Putin Trump eingesetzt hat, dann haben Sie also Ihre Frau seit dem 20. Januar nicht mehr gesehen, weil ich lasse Sie mit diesem Gedanken einfach ein bisschen allein. Trösten Sie sich, dass Wahlen beeinflusst werden, zeigt, dass sie noch wichtig sind.